Samstagmittag, kurz vor 15 Uhr, der Meister der Bezirksliga Unterland kommt zu seinem letzten Spiel nach Neckargattach. Ja, die Runde ist gelaufen, die Meisterschaft ist eingefahren. Heute nochmal wirklich ein Türspiel beim SV Heilbronn am Leinbach. Ja, und irgendwann ist es dann soweit. Beide Mannschaften befinden sich auf dem Platz. SV Heilbronn am Leinbach gegen die SGSK 2000. Letztes Pflichtspiel des Meisters in dieser Saison. Dann geht's ab in die Landesliga. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, Ihrem Institut für professionelle Ernährungsberatung und Prävention. Medizinisch begleitet. Mehr Informationen unter preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Casteller Baukonzept, CIC Casteller Immokonzept, ARTA, Ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnny's Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Gehen wir rein ins Spiel. 3 Minuten gespielt. Angriff der Hausherren. Nicola Wintoniak. Ja, so kennt man ihn. Setzt sich hier schön durch. Verzieht dann aber nur knapp am Tor vorbei. Von Martin Melche, der heute im Tor der Städten Kleingartacher. Simon Horn war zwar dabei, kam aber gerade erst im Urlaub, hat sozusagen mal Platz gemacht für den zweiten. Dann nächste Möglichkeit auf der anderen Seite. Dennis Weber zieht hier vorbei. 5. Minute, ja, war relativ schnelles Spiel am Anfang der Partie. Langer Ball gesehen, der Torwart stand ein bisschen raus. Salvatore Barbagallo, ein Versuch war es wert, aber den hat er locker gehalten. Und wir sind immer noch in der 7. Minute, also wie gesagt, für die Zeit war schon einiges geboten hier in Neckargattach. Man schenkte sich nichts, obwohl es für beide um nichts mehr ging. Herrlicher Schuss hier, Melke bereits geschlagen, dann aber kurz vor der Linie noch geklärt. Wäre auch ein tolles Tor geworden. 13. Minute, wieder der SV Heilbronn. Nächste Möglichkeit, Sadik Yilmaz zieht mal ab, direkt in die Arme von Melke. Auf der anderen Seite, Angriff über Serdan Bakacak, Dennis Weber in der Mitte. Bakacak, der zieht ein bisschen weiter zurück, kommt der Nächste. Dann Marcel Gartner, schön abgeschlossen und genauso schön pariert von Barbagallo. Weiter geht's mit Städten Kleingartach. Heute George Jakob, der Trainer, in der Startaufstellung. Hat man lange nicht mehr gesehen, aber in so einem Spiel gönnt man sich sowas mal. Nochmal Marcel Gartner, aber auch der wird knapp verzogen. 22. Minute Angriff der Rot-Weißen, Dominik Regensburger, dann auf Fabio Barbagallo und der zieht auch knapp am Gehäuse vorbei. Die 28. Nächster Angriff wieder eingeleitet von Sadik Yilmaz, bekommt den Ball dann hier nochmal. Herrliches Tor zur 1:0 Führung für den SV Heilbronn am Leinbach, die Vorlage von Aykut Yaramaz. Schauen wir uns gern nochmal an das Tor. Herrlich reingegeben und dann aus der Luft an Martin Melke vorbei. Die Führung für die Heilbronner in der 28. Spielminute. Ja, Sadik Yilmaz, heute sein letztes Spiel für den SV Heilbronn am Leinbach. In der nächsten Saison sehen wir ihn öfters. Der Spieler beim SV Schluchtern in der Landesliga ist dann natürlich bei jedem Heimspiel auch bei uns im Programm. Dann Aluminiumtreffer für die SGSK 2000. Ja, hätte durchaus ja 1-1 stehen dürfen. Chancen auf beiden Seiten. 37. Minute, nächste Möglichkeit, dieses Mal von George Jakob. Dann Marcel Lechner legt auf für Ferdinand Zeiss. Aber auch der Ball geht drüber. 5 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Wir sind hier, da drüben geht was. Und zwar ist es Serdan Bakacak. Er macht den Ausgleich, ich glaube auf Vorlage von Dennis Weber. Gerade noch erwischt das Tor hier, die Endphase noch gesehen. Auf jeden Fall der Ausgleich 5 Minuten vor der Halbzeit durch Serdan Bakacak. Und auch da schauen wir nochmal alles an, was wir haben. Ja, Weber war es. Und dann Bakacak mit dem Ausgleich. Gerechtes Ergebnis nach 45 Minuten. Aber wir haben auch noch einen. 43. Nochmal die Heilbronner. Fernschuss. Und Melke muss da zur Ecke parieren. Dann war Halbzeit in Neckargattach.
Wie gesagt, 1:1. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Ja, für so ein Abschlussspiel, wo es für beide um nichts geht, war das eigentlich recht flott, recht nett anzuschauen. Wintoniak dann direkt nach dem Wiederanpfiff. Und Melke pariert. 4 Minuten später auf der anderen Seite. George Jakob wird dann von hinten gefällt, muss man schon sagen. Dominik Regensburger sieht hier folgerichtig die rote Karte. Ja, die kann man durchaus geben. Nicht nötig in so einem Spiel. Serdar Bakacak letzte Woche noch getroffen beim Freistoß. Dieses Mal auch sehr gefährlich, aber knapp drüber. Kleiner Sprung in die 70. Minute. Freistoß. Und wieder Melke, Fabio Babagallo war das. Und dann der Nachschuss, einiges Lebenstor. Ja, Melke macht eigentlich eine sehr gute Figur hier in seinem ersten Spiel, glaube ich, war es für Stettin-Kleingardach in dem Jahr. Ich glaube, sonst war immer Simon Honda, hielt alles, was man halten konnte. Kann man durchaus drauf aufbauen. Weiter geht's auf der anderen Seite. Marcel Öxner zieht mal ab, Aufsetzer, aber ja, kein Thema für Salvatore Babagallo. Weiter geht's. Serdar Bakacak im Strafraum legt schön zurück auf Florian Stetter und der verzieht auch knapp übers Tor. 4 Minuten haben wir noch zu spielen. Weiterhin 1:1. Nächster Angriff von Stettin-Kleingardach. Nochmal Serdar Bakacak und erneut Babagallo. Ja, beide Torhüter machten heute hier recht anständiges Spiel. Nochmal reingelegt. Aber dann der Ball im Aus. 88. Wieder Babagallo und wieder Melke. Letzte Möglichkeit in dem Spiel durch Marcel Öxner, Florian Stetter ausgelegt auf George Jakob. Und dann kommt einer ein klein bisschen zu spät. Wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen. Und absolut pünktlich pfeift der Schiedsrichter hier ab. 1:1 Ende die Partie SV Heilbronn am Leingabach gegen Stettin-Kleingardach. Ja, gab ein paar Nicklichkeiten, aber ansonsten ganz okay für das letzte Spiel. Wie gesagt, schnelles Spiel, schönes Spiel. Und wir sehen die SGSK 2000 nächstes Jahr in der Landesliga. So, willkommen hier zum Abschluss, nach dem Abschlussspiel in Neckargardach gegen Städte. So, hier haben wir den Co-Trainer. So, und wie habt ihr das Spiel gesehen von eurer Seite aus? Ja, ich denke, das, was ich jetzt so gesehen habe, wir haben mal ganz gut angefangen. Haben ein paar gute Chancen gehabt. Und da kam der Gegner besser ins Spiel, hat dann auch relativ gute Chancen gehabt, aber unser Keeper hat uns, ja, sag ich mal, im Spiel gehalten. Und dann machen wir durch einen schönen Pass vom Aykut Yaramaz durch den Sadik Yilmaz, das 1:0. Und ja, ich denke, dass bei beiden Mannschaften ging es eigentlich nicht mehr so viel. Relativ, sag ich mal, das Spiel so normal gestaltet hin. Waren ab und zu ein paar kleine Nicklichkeiten. Ja, aber ja, trotzdem ging es gut hin und her. Also. Da bin ich unser Kopf. Lauf mal weiter. Ja, ansonsten, das, was ich so gesehen habe, fand das Spiel jetzt ganz gut. Ich denke, 1:1 war ein gutes Ergebnis. Beide Mannschaften auf Sieg gespielt, hätte beide, denke ich mal, gewinnen können. Ja, ansonsten. Rote Karte, zu hart? Ja, ich konnte es jetzt schwer zu sagen. Ganz beurteilen. Ich denke, ja, gelbe Karte hätte gereicht, aber beide Spieler sagen was anderes. Daher, ich denke, ja, der Schiedsrichter entscheidet das. Er hat jetzt rot gegeben und weil hätte vielleicht im letzten Spiel nämlich sein müssen. Aber, ja. Alles klar. Jo. So, und jetzt die meisterliche Gäste. So, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, war ein ziemlich umkämpftes Spiel, würde ich sagen. Ein bisschen ausgeglichen, halt viele Bedingungen im Kampf und ein paar Entscheidungen vom Schiedsrichter waren auch ziemlich zweifelhaft, wodurch das Spiel auch ein bisschen falsch gelenkt wurde, sage ich mal. Ja, ich sehe es genauso. Spielerisch waren wir beide stark und ich
finde es 1-1 völlig zu Recht. Ja, musste ja keiner mehr, aber es wollte auch keiner verlieren. Ja, wir hatten nicht mehr so Druck. Wir haben das letzte Mal gewonnen und heute sind wir locker in das Spiel reingekommen. Ja, und jetzt gute Stimmung und erstmal noch ein bisschen feiern. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Danke. Are you ready? Showtime.